Moin Moin und willkommen zurück zu Echo Generation. So, ein neuer Tag, neues Glück. Wir haben... Oh, was ist hier los? Fangen wir mal. Mom, wer ist das, dein neuer Freund? Schansen, hör auf, lustig zu sein. Der hier ist vom... Oh, er ist vom Staat sozusagen. Vom Government. Und untersucht die komischen Ereignisse hier in diesem Gebiet. Habt ihr irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Nö, nix. Alles normal. Aber seid vorsichtig heute, okay? Nicht, dass ihr in irgendeinen Ärger geratet, wenn ihr nach Downtown geht. Nee, nee. So, wir müssen auf jeden Fall zu dem... Ach, guck mal hier. Ist hier so ein Typ? Da ist der Hund. Alles neu hier, guck mal. Ist ja lustig. Okay, wir müssen jetzt erstmal diesen Schrottkram wegbringen. Wollen wir hier mal reden hier? Und weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Okay, was sagt der? Der Hund? Oh. Dieses Auto parkt nicht nach den Richtlinien. Ist das ein neues Gesetz? Nein, das ist nicht. Parken aber nicht nach den Richtlinien. Wir bringen mal ein bisschen Metall hier. Ist das dann Blopper 11? Ja, wir haben eine Repesche gefunden. Ja, es fehlen noch ein paar Teile, okay. Wir müssen das Magazin auch finden, aber wir können den Benzinkanister bekommen. Werden wir ihm was geben. Okay, es geht nicht, aber wir haben hier noch das Ticket, können wir haben, wenn wir ihm Schrott geben. Bitteschön. Du kannst das Busticket haben. Du musst es mir nur in ein paar Tagen zurückgeben. Klar. Dankeschön. Vielleicht findest du ja mehr Sachen, die du tauschen könntest. So, wir haben das Ticket. Geil. Geil. So, warte mal. Wir haben hier das Busticket, wir haben auch noch dieses Vakuum-Ding. Ich wollte doch mal das Haus geben von dem einen Heini da gleich. Das machen wir dann mal. Was ist er denn da? Wollen wir reden? Ihr macht besser keinen Ärger, Kinder. Wir machen nie Ärger. Bist du sicher über das? Wir halten uns aus Ärger raus, Mr. Klimbig. Das wäre auch besser für euch. Okay. Theoretisch können wir jetzt einfach in sein Haus reingehen, oder? Oh, ist Schloss. Okay. Wir brauchen natürlich seinen Schlüssel. Principal, das ist also der Direktor der Schule anscheinend. Halt, wir gehen mal hier hin. Willst du hier irgendwas Neues? Der Hund ist ja weg. Das Auto ist auch weg. Ich suche nach Arias. Good morning, aber er ist schon los. Du meinst Videobusters? Ja, genau, da ist er. Hat er irgendwas hier gelassen, das ich mitnehmen kann? Und was sollte er für dich da gelassen haben? Irgendwas mit Aufnahmeequipment oder sowas? Für deinen Film, könnte ich mir vorstellen. Aber nichts, was in diese, Bezeichnung einfällt, hat er da gelassen für sie. Okay, dann suche ich nachher davon. Gut. Vision. Guck mal, was die hier machen. Hä? Du! Was machst du hier auf meinem Grundstück? Warum hältst du die... Warum versteckst du die Sachen? Was für Flüchtlingssachen. Du hörst auf, meine Sachen rumzutreten. Try to ease tension? Na klar, versuch mal alles zu beruhigen hier. Wir müssten alle ein bisschen ruhiger werden. Wir versuchen eine private Unterhaltung hier zu haben. Ich kenne dich. Du bist das nervige Kind aus der Nachbarschaft. Hast du dich gelehrt, dass du dich nicht in andere Unterhaltung einmischt? Ja, komm, teilen wir eine Lektion. Okay. Was hat er für eine fette Waffe in der Hand? Big Gun Rick heißt er, okay. Wow. Na warte.
tut mir nicht weh. Heilen wir uns mal selber. Nein! Ah, falsches Ding. Wollte eigentlich auf Big Gun Rick machen und nicht auf diese blöde. Naja. Ah, Uppercut, du Assi. So. Nein, es war zu früh. Na egal. So, heil mal hier drüben. Prinzip Hessa. Shit. Aber noch nicht so viel, ne? Wir machen mal kurz. Na, wer noch, oder? Wir machen mal den Restblatt machen. Und dann das kleine Viech noch. Die Katze ist irgendwie ganz geil, finde ich. Weil einfach nur heilend. Guck mal, wie Schnauze. Naja, gab Kohle und. Wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen, ne? Okay, also nochmal, wollen die nichts von uns wissen? Gut. Vielleicht kriegen wir noch einen Keks von ihr? Klar, wir waren Keks mit. Wir gucken nochmal kurz ins Baumhaus rein. Ich könnte uns ja auch bei irgendwas helfen. Kaufen können wir auf jeden Fall was. Hier aber auch nicht. Mal wieder raus. So, also. Wir haben noch die Zeit. Wir können mit dem Bus nach Downtown fahren. Und hier können wir, glaube ich, gar nicht viel mehr machen, ne? Oh, du bist zurück. Ready für Runde 2? Oh, Cousin Jimmy, come out here. Was? Oh, der ist ein bisschen größer. Ah, verdammt. Die Frage, ne? Blockt. Ja. Eigentlich ganz simpel, aber ab und zu drückt man leider verkehrt, ne? Das ist echt blöd.
Gedrückt. Ah. Oh, wie dumm war das denn? Ich hab den Kopf bekommen. Ah, noch trotzdem mal. Block, 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 block. Da ist noch der eine da. Traust dich? So. Da gibt es ein bisschen Erfahrungspunkte dafür. Nicht nochmal haben hier. Was können wir skippen? Wer braucht auch irgendwas? So, hier sind die Ratten. Ich wollte da drin nochmal reingucken. Wir müssen noch die Ratten dingen. Ich wollte da drin nochmal reingucken, ob diesen Schlüssel, diesen Code für das Ding da finden. Muss ja irgendwo sein. Für dieses, man sagt schon, für den Safe. Wäre schon ganz gut, wenn wir den finden könnten. Die auch gleich mit, ne? Wenn schon mal hier sind. Gibt ja immer Geld. Ja, Riesenratten da, ne? Selbst wenn ich perfekt blocke, finde ich. Will ich trotzdem das auch viel Leben. Oder? Ein richtiger Schutz gibt's nicht, ne? Okay. Gut, jetzt müssen wir hier reingehen und gucken. Denn hier hinten ist ja dieser Safe. Ich meine, wenn man darauf geht, dann sagt er, vielleicht die Kombination hier irgendwo im Raum. Oh, da ist doch was, ne? Komm hier nicht ran, warte mal von der anderen Seite. Hm, das ist 20 Seconds. Das war vor ein paar Tagen. Okay, dann ist er wahrscheinlich tot. Mann. Okay, jetzt hier steht 31 drauf. Hab ich schon mal durchgehört. 31 und 22 könnte natürlich eine Nummer sein. Aber ich weiß es nicht. Nein, nicht rausgehen. Ah. Nein. Alles mal. Alles, das sind die Fußspuren nur, ne? Genau. Hier bringt das nicht so viel. Sehe ich hier andere Zahlen, die man nehmen könnte? Krass, das war der Code. 31 und 22. Okay, das war jetzt nicht so schwer. $25 gefunden. Ja, Leute, das war jetzt nicht so schwer. 31 und 22 ist schon sehr simpel. Okay, gut. Aber muss noch erstmal drauf kommen. Ist ja einfach so. Jetzt können wir, glaube ich, nach Downtown gehen. Wir haben das Busticket. Lass uns das mal machen. Da, weil hier, glaube ich, kommen wir gerade in der Stadt nicht weiter. Wir haben nichts weiter, was wir hier nutzen können in der Stadt. Also.
Ab zur Busstation. Yes. Okay. Wow, hier sieht es mal wieder ganz anders aus. Reingehen? Nee. Können wir mir über die Straße helfen? Can you help me across the street? Können Sie mir über die Straße helfen? Na klar. Danke. Aber geht nicht zu schnell. Was macht sie denn da? Achso, wir folgen uns wieder her. Danke, Shanzo und Lili. Und hier kann ich alleine. Okay. Ich dachte, sie gibt mir vielleicht irgendwas dafür. Für meine großzügige Hilfe. Ah, guck mal hier. Was geht ab, Shanzo? Wie geht's mit deinem Film? Hey, Chip. Es geht so, wir sind gut dran mit Banzilla. Ich bin gespannt, wie er aussieht nachher. Warten wir mal ab. Für $500 kriegt man das. Können wir ja nicht. Kein $500. Ich höre ein bisschen Musik von denen. Können wir da rein? Story Kids, das ist nur für Ältere. Ach, das ist ärgerlich. Bald da, Banzilla gegen King Tentakel. Es gibt ein fettes Mashup für meine beiden Lieblingsfilme. Was kaufen? Noch kaufen wir es nicht. Vielleicht brauchen wir es später nochmal, aber jetzt kaufen wir es gerade noch nicht. You are not the only one watching. Okay. Wer ist er denn? Hey, bist du bereit, nachher zu filmen? Ich habe gehört, es ist später heute Abend. So bereit. Arias möchte ein paar Filme bei sich vorher gucken. Kommst du auch? Ah, ich bin leider ein bisschen beschäftigt. Was machst du denn? Du kennst doch diesen Trailer in der Nähe von dem Repair-Shop. Ja, da, wo Mr. Dumont ist? Ja. Ich glaube, ich kann ihn überzeugen, dass er bei unserem Film mitmacht. Oh, cool. Viel Glück. Hey, Arius. Bist du bereit, über den Film zu sprechen? Ich dachte, wir könnten die erste Sequenz vielleicht im Wald machen. Du weißt, da hinten, hinter dem Friedhof. Ich möchte nachher da hingehen, wenn es wirklich dunkel ist. Die Atmosphäre im Wald bei der Nacht ist richtig schön mysteriös und schrecklich. Das ist super cool. Okay, nimmst du deine Kamera mit? Oh, ich hab's zu Hause gelassen. Ich bringe das Equipment nachher mit zum Film. Okay. Da. Mein Gumball nehme ich immer gerne mit. Was ist hier? Achso, hier gibt man die Filme zurück. Okay. Gehen wir raus hier. Noch wissen wir nicht, was wir holen sollen. Wir waren schon drin. Hier ist schon wieder der Wagen von gerade eben. Ach so, seiner. Oh, Arius ist drin. Ich erkenne das an seinem Parkstil. Der parkt ja wirklich bescheiden, ne? Was ist mit dem hier? T-Tunes, da soll was mitnehmen. Niemand kommt hier rein. Außer er ist auf der Liste. Wie kommen wir auf die Liste? Einer auf der Liste muss euch empfehlen. Er muss euch hier persönlich hinbringen oder euch ein speziellen Gegenstand mitgeben. Okay. Whee! Hello! Hey, meine Mutter ist drin im Shop, wenn ihr sie braucht. Wir müssen nicht mit deiner Mama reden. Dann wollt ihr was von mir? Ich habe so viel Spaß. Nein. Okay, schönen Tag noch.
Achso, nicht durchwühlen, wenn nicht so viele Menschen dabei sind. Macht ja auch Sinn. Gehen wir auf die andere Seite, gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Die hat so viel Spaß, hier auf der Straße in ihrem Dings rumzueiern. Wer ist er denn? Hallo? Ah, Kids. Unschuldige Kinder. Ist dir warm? Vielleicht musst du dich mal ein bisschen hinsetzen im Schatten. Ich bin ein totaler Fehler. Ich setze mein ernstes Gesicht auf und sage, jetzt gehen wir ans Geschäftliche. Komm, bring die Verträge. Aber ich habe wirklich keine Idee. Ich habe von nichts eine Ahnung. Ich weiß nur, wie man Wörter benutzt, direkt ins Gesicht. Mehr kann ich nicht. Es ist nicht so schwer, Leuten zu erzählen, was sie machen sollen. Vielleicht können wir dir helfen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich nicht mal weiß, was ein Versuchsbalance ist? Ah, Trialbot? Ich weiß da was von. Du weißt was davon? Balance, der Rapper, war letztes Jahr unterwegs. Balance, der Rapper? Es ist illegal, in einem Restaurant zu sitzen und so viele Donuts zu essen. Alle haben darüber in der Schule geredet. Du solltest das ernst nehmen. Es ist wirklich ernst. Er ist schon komisch. Vielleicht sollten wir ihn einfach ignorieren. Ich brauche keine Hilfe mehr. Aber lass es zwischen uns beiden sein, ne? Erzähl es bloß keinen Leuten. Zu spät. Okay, hier können wir, hier ist eine Bücherei. Eine coole Bücherei eigentlich. Wir reden hier. Entschuldigen Sie, kann ich euch helfen? Habt ihr irgendwelche Comics? Finde es dir selbst raus. Aber bist du nicht der Buchexperte hier? Und? Ist es nicht ein Job, uns zu helfen? Ich bin beschäftigt, tschüss. Schlechtester Buchexperte überhaupt. Ich höre nur auf meinen Manager. Und er ist leider nicht da. So, okay. Das ist ein Riesendinosaurier. Früher waren sie ja ganz oben auf der Nahrungskette. Können wir ihn mitnehmen? Ich glaube nicht. Wir können sie verlassen. Okay, nochmal das gleiche wollen wir nicht hören. Eine große Enzyklopädie. Okay. Das Gute ist ja, hier finden wir vielleicht das Buch für den Typen, der uns einen Roboter reparieren will. Lass mal gucken, ob wir den finden. Porto. Portobook, $100. Okay. Ich habe leider nicht genug Geld, um das Mama zu kaufen. Da war sie schon mal im Urlaub, die Mutter. Aber kann nichts finden. Ach, guck mal, hier gibt's Comics. Was ist er denn für einer? Hast du mal versucht, den alten Omas hier in der Stadt zu helfen? Ich habe gehört, sie haben ein super seltenes Katzenmagazin. Ich wollte es für dir kaufen, aber sie sieht gar nicht aus wie eine Katzenperson. Ich bin mehr, das hat sie zu mir gesagt, ich bin mehr ein Hundeperson. Oh. Was, ein Comic verkauft? Kaufen wir. Wacky the Woodchopper, nehmen wir auch mit. Was ist das? Das ist zum Chillen. Ich habe noch nie eine Leseecke benutzt. Ja, normalerweise holen wir uns die Bücher auch in der Bücherei. Quantumphysik, $50. Wir haben nicht genug Geld. Da ist das. Oh, es kostet $250, okay. Das ist das, was er braucht, ne? Mist. Das können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer. $250, das müssen wir mal verdienen. Okay, jetzt wissen wir, wo das Buch ist, damit er den Roboter reparieren kann. Bringt das nicht so viel? Lass uns die Oma mal hier nochmal helfen ein bisschen. Komm, fragen wir ihn nochmal. Ich brauche noch mehr Hilfe. Willst du mich wieder... Könnt ihr mir helfen, rüberzukommen? Klar. Oh, ich gehe nur hinter euch her, aber nicht so schnell.
Danke für deine Hilfe, Kinder. Es ist schön zu sehen, dass heutzutage immer noch Kinder auf die Älteren achten. Thank you. Aber du kannst diesen Pott mit Blumen bekommen. Dankeschön. Ach, guck mal, was für eine süße Katze du hast. Ich glaube, ich habe ein Buch für solche Katzen. Hier ist es. Yes! Jetzt haben wir neue Attacke für unsere Katze. Wie geil ist das denn? Okay. Lass mal hier nach hinten gehen und schauen, ob wir da weiterkommen. Das ist die Schule wahrscheinlich, ne? Na, lass mal in die Schule rein. Da ist jemand. Vielleicht können wir mit ihm reden. Hey, was macht ihr hier? Es ist... Ja, wir haben Sommerurlaub. Sommerferien, Sommerurlaub. Quatsch. Wir wollen nichts. Wir wollen auf jeden Fall nicht da reinschleichen. Ich würde da nicht reingehen, wenn ich euch wäre. Ich habe gehört, es spukt da drin. Es ist verflucht. Hey, ich habe mir gerade diese Eiscreme gekauft. Aber ich habe gerade nicht so viel Lust, die zu essen. Willst du es haben für 20 Dollar? Nö. Könnten wir zwar jemanden mit 20 Schaden machen, aber das ist mir bestimmt zu viel Geld. Da wir 250 Ocken noch brauchen für das andere. Wir gucken mal, ob wir uns da reinschleichen können, da hinten längs. Wir sehen aber noch einen Weg hier hinten. Guck mal da. Hä? Check diese beiden aus. Sind das die Müllsammler? Ja, die sehen auf jeden Fall aus wie Müll. Ich bin kein Müll hier. Müllsammler. Das ist meine Schule. Oh, denn du besuchst deine speziellen Freunde hier. Welche Freunde? Dieser eine, der hier zurückblieb. Der mit den langen Haaren. Der hier schon seit ganzen Zeit, seit dem Sommer hier ist. Du weißt. Nö. Ha, dann wirst du es sehen. Haha, ja, das wirst du sehen. Okay. Oh, ein riesen Müllcontainer. Es ist leer. Können wir da rein? Es ist zu. Wir brauchen den Schlüssel von dem Typen, aber wir können da rein durchs Fenster. Ich glaube, ich könnte durchs Fenster klettern. Ja, mach mal. Guck, wir gehen immer in menschliche Knochen. Ach so, doch nicht. Okay. Dachte, ich hätte jetzt hier den Knochen bekommen. Hier können wir mal lehrreiche Videos sehen. Die sind alle mal so alt. Aber es funktioniert eh nicht. Die Welt ist so ein gigantischer Platz. Einmal will ich eins tags nicht alles sehen. Hier ist, wo wir alle unsere Bücher haben. Es gibt kein Halten mehr. Nee, Quatsch. Es gibt kein Halten mehr. Das ist ein Quatsch. Niemals werde ich irgendwas lesen in diesem Sommer. Ja, kann ich verstehen. Das sind alle Anzeigen vom letzten Jahr. Denk mal, die werden nicht up to date gehalten. Warte, ist hier noch irgendwas mehr? Have a good summer. Okay. Gut, dann hat mein Lieblingslehrer das geschrieben. Los mit dem. Wir haben eine Weltkarte und einen Globus. Die wollen wirklich die Geografie verstehen. Okay, dann gehen wir mal raus. Geld rein, James, kriegen wir da raus. Also wir können hier schon was kaufen. Ich kaufe mal ein bisschen was. Das reicht, glaube ich. So, lass mal gucken. Kommen wir hier irgendwie rein in irgendwelche Dinge? Da vielleicht. Hey, ist das nicht Wills Schließfach? Ich krieg's nicht auf. Es sagt... Vermisstes Kind. Das letzte Mal gesehen beim Abschlussball hier in der Schule. Brauchst du Hilfe? Hier kriegst du extra Nachhilfe. Siehst du jemanden, der Regeln bricht? Gib uns einen Report und sammle goldene Sterne. Okay. Gut, aber wie es hier weitergeht in dieser Schule, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.